Wir sind heute zu Besuch in Aschach an der Steyr, wo wir die Grasernte begleiten. Wir werden euch im Video die verschiedenen Arbeiten bis zum fertigen Rundballen zeigen. Los geht es mit dem Mähen, wo der Valtra N154E direkt bereits seine Runden dreht. Vorne ist ein Vicon Extra 332F Mähweg angebaut mit einer Arbeitsbreite von ca. 3,2 Metern. Im Heck ist ein Vicon CM 240 Seitenmähweg mit einer Arbeitsbreite von 2,4 Metern angebaut. Als wir zwei Tage später am Betrieb Huttere angekommen sind, war bereits gemäht und gezettet. Darum schauen wir gleich dem Schwader bei der Arbeit zu. Unterwegs war ein Nachbar mit seinem Steyrer 975 und Vicon Andex 843 Doppelschwader mit einer Arbeitsbreite von 8,40 m. Nachbarschaftshilfe wird hier großgeschrieben, darum helfen bei solchen Arbeiten mehrere Landwirte zusammen. Das sehen wir auch später beim Ballenfahren und Wickeln. Während der Schwader die letzten Bannen sieht, ist die Presse bereits unterwegs. Zu sehen ist eine Krone Comprima V150 XC+. Angehängt ist sie an einem Valtra, den wir vorher beim Mähen gesehen haben. Die Rundballenpresse presst Ballen von 1 bis 1,50 m Durchmesser. Weitere Infos zur Presse gibt es auf der Homepage von Kronen. Die Ballen werden mit einem John Deere 5080R und mit zwei Rundballenspießen abgefahren. Am Lagerplatz angekommen ist das Ballenwickeln bereits voll im Gange. Zu sehen ist ein Valtra N91 mit einer Tanco 1510 Wickelmaschine. Auf die vorgesehene Fläche wird der Ballen abgeladen, wo ihn dann der Same Dorado 75 mit einem Hydrac Frontlader und der Fliegel Ballenzange aufnimmt und zu den anderen Ballen legt. Liebe Zuseher, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, euer landwirtschaftlicher Maschinen im Einsatz Team.